So, hallo liebe Leute, da befinden wir uns wieder in Doom 3. Diesmal habe ich hier schon Stress an, Manne. Und Marcel ist auch diesmal dabei, ne wahr? Ja, hallöchen liebe Freunde. Guck mal, da ist schon der erste Kollege. Ach, guck mal. Headshot. Down. Ich find das lustig, ich hab mir den... Du, kleiner. Dieser. Ich hab mir den ersten Part von dir angeguckt. Ja. Und irgendwie wirken die Headshots bei denen nicht. Das ist mir egal, die kriegen dann immer so einen Rückstoß. Aber ach so. Aber bei Zombies wirkt das ja sowieso. Was zur Hölle? Ich hab die kaputt gemacht, damit sie mir bloß nicht mehr hinterherkommen. Oh, guck mal. Ein Lebensgenerator-Ding. Cool. Aber wie, du erschießt ihn und stehen dann wieder auf, oder was? Jo. Nein, nein, das tun sie glaube ich nicht, aber oh, fuck. Wer war das denn? Oh nein. Ach, so ein Viech. Die sind nicht so freundlich. Nee, die sind nicht. Ha! Down, Alter. Oh, toll, das war jetzt aber, das war jetzt aber eine ganz schwache Aktion. So. Noch wer was zu sagen? Will noch wer was? Ja, ja. Gerda. Ich hab's getroffen. Was? Ja. Er stirbt nicht. Braucht die doch. Taschenlampe war richtig aus. Marcel, sag schon doch mal was. Weißt was? Du heute hochmotiviert. Ja, ich bin total motiviert. Yay! Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie finde ich das schon ein bisschen schade, dass du nur die Taschenlampe halten kannst und dann keine Waffe. Das macht das besondere Flair des Games aus, einfach. Alter, jetzt verrecke, Mann. Das findet er wahrscheinlich auch. Ja, genau. War jetzt hier noch was? Jo. Ja, ich sehe gerade genauso viel wie du, Marcel, weil du jetzt gerade schwarz gesehen hast. Ja, ja, ich sehe, ich, hallo, ich bin voll der Optimist, ich sehe immer schwarz. Haha, bedumm dich. Du bist so ein Schlumpf. Aber wenn ich ein Schlumpf bin und dann schwarz sehe, dann steht der Gargamel über mir und dann bin ich unter seinem Gewand. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieses Projekt, das macht mir extrem viel Spaß, ich weiß auch nicht warum. Warum sollte... Du! Der brennt. Sorry. Der schießt doch mit Feuerdingern. Ach so! Guck mal, noch so ein Trollo. Hololololol. Headshot! Verpasst den trotzdem immer gerne Headshot. Ja, mal so ein bisschen Aiming-Skill beweisen, ne? Hat ja auch was Schönes. Ja, auf jeden Fall. Ach ja. Ach, ja. Na, soll ich die Story mal deinen Abonnenten erzählen? Naja, versuch's mal. Also, liebe Leute, ich bin auf mehrere Arten stark verwirrt, deswegen kann es sein, dass ich mal zwischendurch ein bisschen schweigsamer bin und weggetreten bin. Weil ich war gerade beim Zigaretten. Ich war gerade beim Kiosk. Ach, Zigaretten die holen. Story. Und, Bastard. Naja, jedenfalls und überhaupt arbeiten an diesem Kiosk gefühlte 5 Milliarden Frauen, ja? In Zahlen von 7. Bitte? In Zahlen 7. Ja genau, in Zahlen 7 ungefähr. 7, 6, 7, 8 oder so. Alles sehr hübsche Frauen, ja? Wirklich sehr hübsche Frauen. Und ein Kerl arbeitet da. Wirklich nur einer. Und der war gerade da, hatte Schicht und guckt mich an. Hey, du riechst heute gut. Ich guck ihn an. Was? Ja, du riechst heute gut. Was ist das für ein Parfüm? Was? Das ist kein Parfüm, das ist Deo von Axe. Wer es kennt, hier das neue, dieses Anarchy oder wie das heißt. Und vor lauter Verwirrung wäre ich dann fast auch noch gegen Auto gelaufen, das auf mich zukam. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so gesund gewesen, aber... Du hättest uns allen einen großen Gefallen getan. Indem Nein. ich das Auto kaputt gemacht hätte? Ja. Ja, das jetzt habe ich schon wegen deiner Geschichte nicht mehr aufgewacht. 5-3-1, ne? Das kann sein. Ja, nicht. Aber richtig. Hui. Warum sichert man bitteschön Supplies mit einem Zahlencode? Hä? Ich sag, das war ein Supply Room. Also, ne? Hier mein, so ein... Ja, ja.
Ja, keine Ahnung, da sind doch Waffen und so was hinter. Die haben das wohl auf der Raumstation hier verschlossen und ich habe jetzt gerade ein PDA aufgehoben, wodurch ich dann das... Ich, guck mal, jetzt pass mal auf. Guck mal. Noch ein Kollege. Mann, ich wollte dich jetzt aus Demonstrationszwecken zeigen. Ah ja. Seh nix. Seh nix. So. Mach die Augen auf. Mach die Augen auf! This is Sergeant Kelly. Kennst du Sergeant Kelly? Jetzt pass auf. Sergeant Kelly, ja, der sagt mir irgendwas. Ach ja. Ist das nicht der aus dem Film? Nee. Das wusste ich. Zack. Hast keine Chance gehabt. Deine Mama. So. Also die normalen Zombies halten immer mehr aus. Ja, aber ich schieße ihn ja auch direkt mit der Schrotflinte ins Face. Ja und? Das stört die normalen Zombies auch nicht. Die schieße ich auch nur mit der Pistole ab, weil ich keine Schrotflinte verschwenden will. Ach so, natürlich. Du musst schon aufpassen, mein Freund. Ja, ja, ich guck dir immer mit ganz aufmerksam zu, deswegen weiß ich sowas natürlich auch. Ich wollte dich nur testen, ob du das auch weißt. Ja. Oh Mann. Das ist unfair. So klar, dass er mich nicht will. Schieß doch zurück. Schieß doch schon zurück. Ja, schieß zuerst. Das nächste Mal, meine ich. Was ist jetzt hier? Komme ich da nicht rein? Nein. Nee, wie gesagt, ich bin da ein wenig, Du stehst doch... Alter! Der chillte da so rum und ich sag, der steht doch bestimmt wieder auf. Und dann richtet er sich auf einmal auf. Was soll er auch sonst machen, ne? Der hat dich gehört. Keine Ahnung. Hi! Let it rip. Hör ich nur mal von draußen. Gibt's da eigentlich auch die DFT? Ja, genau, die. Ja, die gibt's. Oh yeah. Dann hol, los geht's und hol dir die BFG. Ja, wir sind am Anfang vom Spiel, das weißt du. Ja. Alter. Das sah jetzt ungesund aus. This is Sergeant Kelly. Fall back to Marine HQ and await further orders. Und was hörst du? Wow! Oh! Alter! Der hatte eine ungesunde Körperfarbe, das sollte ihm jemand sagen. Alter! Was hat das denn für ein fieser Map gewesen? Boah! Schön! Davon erhole ich mich jetzt nie wieder! Nicht? Nein! Alter! Möchtest du nicht auch mal ein Deo auflegen und zum Kiosk mal eben gehen? Bei mir? Nein. Scheinbar rieche ich dem ja schon gut genug, sonst wird er ja nicht auf mich zukommen, dieser Idiot da. Das war bestimmt dein Kiosk-Freund. Die Ähnlichkeit war fast verblüffend. Nein, Quatsch. Ich hab dich gerade eben gerecht. Oh Mann. Boah, momentan gehen mir die Ladebildschirme gehen mir echt auf den Sack. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das glaube ich dir gerne, aber die sind so ein bisschen... Ach, jetzt, ja, guck mal, da fangen wir an zu meckern, dann macht er die Hälfte auf einmal in 3 Sekunden. Ja, dann sollten wir es öfters tun. Oder du. Kelly. Alter, voll daneben. What gas? Hatte der nicht gerade Munition dabei? Ja. Die hast du aufgenommen. Glaubst du? Nein, ich hab's gesehen. Supplies. Aber hier ist nichts drin. Doch, Müll. Jede Raumstation braucht Müll. Müll ist dein Freund. Ach, guck mal. Jetzt geht auf einmal das Ding runter. Ich vertraue dem Ganzen noch nicht. Swag! Ach, der ist nett. Der ist nett. Der scheint nett zu sein. Aber... mir egal. Ich mach keine Gefangenen hier. Er war verletzt, er war kein Gefangener. Wie? Ich schieße auch auf STRG. Leck mich. Das wollte ich nicht. Das sieht hier auch wieder sehr vertrauenswürdig aus. Also nebelig und dunkel und. Es hat was geknallt. Und es war nicht deine Mama. Hey, ich bin im Kreis gelaufen. Hui.
dachte, diese Gase tun mir weh. Was kannst du eigentlich? Im Kreis laufen. Na, Brot kann schimmeln, was kannst du? Im Kreis laufen. Oh, hi. Wie? Das... Oh. Das war... Das, mein Freund, für dich. Au. Oh. Au ab. Und dem vertraue ich auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, warum die Leute eigentlich alle niederschießen. Igitt. Warum die Leute alle niederschießen? Die wollen dich doch nur knuddeln und lieb haben. Bestimmt. Die haben mich fürchterlich lieb. Die lieben mich wie die Pest, wahrscheinlich. Ja, die haben mich zum Fressen gern. Ein Wortwitz jagt den nächsten, du. Ein Wortwitz nach. Was war das denn? Baseball mit seinem Kopf oder was? Das sah sehr schön aus. Alter. Nein! Ist das Spiel irgendwie uncut? Kann das? Ein bisschen. Ach so. Das ist. Nein, das ist. Das ist nur, hier hat jemand schlampig seinen Joghurt gegessen. So. Und hat ihn dann auch überall mit den anderen geteilt, scheinbar. Kirschjoghurt-Schlacht. Ja. Noch nie gemacht? Nein, eigentlich nicht. Wieso? Hey, ich habe eine neue Waffe. Cool. Mit 10 Schuss, yay. Ja, ist ein Maschinengewehr. Komm, den punche ich jetzt genau oben in den Arsch rein. Ja! Ja! Analfisten. Ja, ja, ja. Huch. Das war zu viel gefistet. In den Sack. In den Sack. So. Klar, du schlägst mit den Fäusten auf einen und die explodieren. Logisch. Ja. Das ist ja so logisch. Findest du nicht? Na, eigentlich, ja, doch, passiert mir auch immer. Weißt du, wenn ich meine Freunde begrüße, dann machen die Pupp und sind tot. Huch, was wollte der denn? Was habe ich denn auch? Da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Mark, was? Sind wir schon da? Wo? Oder bist du schon da? Oh, nicht noch so ein. An dein Ziel. Zack! Gehirngeballer. Und noch einer. Was? Keine Gefangenen hier. Ja, fast Aiming Skill. Ach, da kommen wir noch. Guck mal, die Spinne kämpft gegen die. Da hat die beide niedergeschossen. Wie die Monster bekämpfen sich gegenseitig. Was soll Nein, das? Das war so eine Metallspinne, die mich am Anfang rumgeführt hat. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Ach, und die kämpft für dich. Oh. Alter, hier ist dunkel. Ah! Wow! Oh, Alter! Was? Schrei, weil ich so ins Ohr hab ich mich erschrocken. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Wow! Noch so ein Fun-Typ. Jetzt lad doch nicht nach! Wehr dich! Ich wehr mich, du Spacko-Tante. Ja, du wehrst dich aber zu langsam. Das Ende vom Lied, du bist fast tot. Das ging auch mal ratzfatz, du. Alter! Oh, ich gehe jetzt weiter. Göttlich allemal. Noch wer? Ja, noch einer. Beschreiß nur nicht. Achso. Danke. Oh, einmal Vorführeffekt der neuen Waffe. Hattest du jetzt eigentlich irgendwie ungefähr im Blick, wie lange wir das jetzt hier schon machen? Nö. Ach ja. Doch, ungefähr. Doch, ungefähr. Wir haben dann doch so ein bisschen. Oh, ein Brenner. Guck mal, der brennt. Guck mal, der brennt. Ja, dann lassen wir brennen. Advent ein Zombie brennt. Ich würde sagen, wir machen das ungefähr schon seit. Weiß nicht, ich sehe da nur eine 1. Seit ungefähr 10 Minuten oder so. 10 erst? Ja, du musst doch ein bisschen. Och Mann. Ey, da lief gerade einer weg. Ignorier mich nicht! Ah, Der schenkt dir seine volle Aufmerksamkeit. Oh!
das? Achso. Oh, ich sterbe. Mach doch sowas nicht. Boah, ich hab's überlebt. Na schauen, ob du die nächste Welle auch schaffst. Boah. Alter, das könnt ihr mir nicht antun. Übrigens habe ich gesehen, ich glaube, du hast das für Maschinengewehr doch irgendwie ein bisschen mehr Munition, kann das? Ich hatte 10 Munition dafür, soweit ich weiß. Stand da nicht eine kleine 90 daneben? Oh, da steht eine 165 daneben. Oh, siehst du, dann hattest du doch 90, dann habe ich mich gerade vertan. Ah! Ah, Attacke! Harakiri und so. Das überlebe ich doch nie, ich brauche wieder Leben. Lass mich hier bloß in Ruhe. So ein Harakiri überlebt man auch nicht. Ich werde leben, denn die Sendung fängt mich an. Habe ich wieder was Neues bekommen? Von was war das denn? Was? Ich werde leben, denn die Sendung fängt gleich an. Irgendwoher ja. Kenne ich das. Aus Scrubs wahrscheinlich. Ja, ja, genau, genau, genau. Irgendwie hör auf damit, Vibe. Denn die Sendung fängt gleich an. Lass deinen Mann in Ruhe und lenk ihn nicht ab und hol ihm lieber ein kühles Bier oder sowas war das. Keine Ahnung, irgend so was derartiges. Hat Turk zu seinem Weibchen da gesungen. Ja, zu Carla, genau. Ja, ja. Stimmt. Wow, das ist doch da, wo JD hier mit dieser Kelly oder was da, mit der schwarzen. Ja, die ist voll gruselig. Wieso ist die gruselig? Weil die Augen hat. Nein, ehrlich! Marc, jetzt erschreck bitte nicht, aber du hast auch Augen. Wow! Was denn? Ich finde die voll niedlich. Eigentlich. Die riechen gut. Leck mich! Alter Schwede. Dein Fuß riecht gut. Ehrlich? Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch gar nicht rausfinden. Wow. Da war ein Gehirn. Woran kann ich hin? Gehirn. Ey, da hat der eine den anderen einfach erschlagen. Warum tust du das? Sei doch froh. Wo lang gehen wir denn jetzt mal? Boah, die leben doch alle noch. Wollt ihr mich verarschen? Bist du sicher? Ja, gleich nicht mehr. Quatsch die jetzt alle zur Explosion. Explodiere. Ich glaube ja nicht, dass die leben. Du hast einen Clip erhalten. Ja, ja. Was ist ein Clip? Was Perverses. Nicht auf den Arsch. Slip. Clip! Ich sagte nicht Slip, Clip. Ja, aber ein perverser Videoclip, dachte ich so. Also, ist bestimmt von dem einen Japaner-Typen auf dem Anfang. Ja, der war voll. Noch ein Clip! Noch ein Clip, ja, guck mal, ne, der hat überall seine Pornos hier rumfliegen. Da traue ich nichts und niemanden. Hallo. Haben alle wenigstens den Leichen, ne? Ist locked. Guck mal, ob ich irgendwelche Codes bekommen habe. Usermail. Geh doch mal auf die Toilette und guck nach. Bedumm, ditsch. Der war so schlecht, da hat selbst deine Mama nicht drüber gelacht. Ja, das ist ja. Ich glaube, meine Mutter würde über gar nichts lachen, was sich so teilweise von mir. Pack gerade meinen Kopf genau vor das Licht, sonst habe ich nämlich so einen Engelsschein hier drin. Oh mein Gott. Ein heiliger Krieger auf Mission. Ja, ja. Aber wenigstens auf dem Mars. Ja. Genau. The Angel from Mars. Wer will wieder was? Wer will haue? Der will haue. Komm her. Dann hau ihn. Wow, der hat's drauf. Ich kann mich nicht rollen. In den Sack. Hör, da ist ja noch einer. Ja, so ein Schrotflintenschuss aus nächster Nähe, das ist einfach so, das steckt man so weg, ne? Ja, klar, logisch. Der hat's. Machst du das? Du kannst das nicht? Ja, der gerade konnte es nicht. Der schon. Hm. Und was ist mit dir? Steckst du das? Können wir das mal ausprobieren? Was? Naja, ob du einen Schrotflintenschuss aus nächster Nähe aushältst. Wenn das dein Geruch aushält, ja.
Ja, ey, mein Geruch also, ne? Ich glaube, ich wechsle das Deo wieder. Oh. Ohne Scheiß. Warum? Hallo? Wenn da schon Kerle drauf reagieren auf das Deo, ja? Wieso braucht ein Zombie eine Taschenlampe? Kannst du mir das mal erklären? Wo hat der die denn hängen? Achso, auf seiner Hand. Das sah jetzt gerade ganz merkwürdig aus. Ja, das sieht merkwürdig aus. Vielleicht hat er die in der Hand gehabt, als er gestorben ist, weißt du's? Da war schon wieder ein Gehirn. Du Mieser. Oh, noch einer. Und noch einer. Ich und noch einer! Werd bekloppt. Du bist das reinste Massaker der Honigjoghurt-Parade hier. Der Mais marschiert. Oh, wir sind jetzt aber schon bei über 20 Minuten, ne? Das könnte gut sein, ja. Guck mal da unter meinem Bild, neben dem rechts, neben ja, dem. Ja, da ist noch zwei zu sehen. Also ich glaube, langsam, aber sicher könntest du einen Cut machen. Meine Uhr sagt das nämlich auch. Gut. Dann stelle ich mich jetzt hinter den Tresen. Ja. Ja, der Mark, marschiert. So. Wie kann ich nochmal. Ah, Game Save. Garçon, ein Bier. Die Spinne ist da. Ich würde jetzt gerne aus Neugier hinterher. Bevor die weggeht, mache ich lieber so. Oh Mann. Was? Du hast auf Outgame geklickt, ne? Was? Nein, ich habe jetzt ein falsches. Oh. Ich sag doch gerade noch, du hast auf Load Game geklickt. Nein. Ey, jetzt stehe ich wieder hier. Gut. Cool. Okay. So, Leute, das war's wieder mit Doom 3, würde ich sagen, für heute. Beziehungsweise für diesen Part. Richtig. Und Marcel, was sagst du dazu? Ja, der Mais marschiert. Ja, nee, toll, wunderbar. Ich finde das voll toll. Gehirne. Ich stehe voll auf Gehirne. Ich nicht, ich finde die ziemlich eklig, muss ich ganz ehrlich dazu gestehen. Ja, du magst ja auch Spinnen nicht. Ja, das stimmt. Die muss aber auch niemand mögen. Spinnen sind eklig. Ja, doch. Ja. Zeitweise ja. Ja. Nicht alle, aber viele. Ganz viele, vor allen Dingen die großen. Ja, jetzt komm, mach da Schluss, sonst sind wir gleich bei einer 4, ne? Ja, alles klar. Haut rein, Leute, ne? Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.